Ich möchte mal ganz kurz ein bisschen was zu Jens Knossalla erzählen, ja? Jens Knossalla, meine Freunde, Knossi, kenne ich jetzt schon sehr, sehr lange. Jens Knossalla und ich haben eine tiefe und enge Verbindung. Wir können sogar mal ganz kurz schauen. Vielleicht gibt es dazu noch das passende Video, meine Freunde. Vielleicht, ne, Und wisst ihr sogar was? noch Kommentare machen. Vielleicht reagieren wir mal ganz kurz auf das erste Zusammentreffen von mir und Jens. Das könnte sogar deutlich interessanter sein. Ich will mal ganz kurz schauen, ob ich das hier finde. Jens Knossalla und hier ist Jody Calussi. Da Let's Play Poker war ich damals mit Jens Knossalla an einem Table und ich würde gerne ganz kurz mal den Clip raussuchen, wo wir uns da getroffen haben, Leute. Denn das war schon lustige Nummer. Alter, wie viele Let's Play Poker? Junge, Junge, Junge. Let's Play Poker. Okay, Let's Play Poker. Jens Knossalla Revi. So, dann müsste es doch irgendwo. Ich hatte zwei. Hier, DreamHack Masters, Pokers Finaltisch. Genau. Da saß ich am Final Table, meine Freunde. Hier bei PokerStars. Und Knossi. Knossi saß auch. Nee, Knossi saß nicht mit mir am Table. Guck mich mal an hier, Leute, mit der Sonnenbrille, Alter. Wie so ein Opfer. Das ist Elki. Elki hat irgendwie, weiß ich, wie viele Millionen mit Poker gemacht. Finde ich das jetzt nicht mehr, Leute? Finde ich das jetzt nicht oder wie? Also hier ist der Floyd gegen Knossi. Da ist Knossi. Ich lasse mir mal raussuchen, Leute. Ich lasse mir mal raussuchen. Dann ziehen wir uns doch jetzt erstmal das an. Auf jeden Fall kenne ich Jens jetzt schon seit über, ja, 2015, also seit gut 4 Jahren, Alter. Und das ist ganz witzig. Jens sagt mir jedes Mal, Revi, du bist derjenige, der mir gesagt hat, fang an auf Twitch zu streamen. Und ich kann mich daran beim besten Willen nicht erinnern, dass ich ihm das gesagt habe. Aber aus Knossi ist eine Knospe geworden, die zu einer Blume gewachsen ist, Alter. Und diese Blume ist ganz schön verwelkt und jetzt ist Jens Knossalla rausgekommen. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was da abging. So, komm, ich will sehen. Ich bin hier im Modell. Der Boden ist auf. Perfekt, das schauen wir uns hier schon mal nicht an. Wie gesagt, meine Freunde, irgendwas stimmt mit diesem Scheiß-Browser nicht. So. Jetzt kommen wir erstmal. Na, komm. Ja, genau. Ratiofarben-Schmerz geben. Dann du wirst jetzt aber gleich kurz die Verbindung verlieren. Gelber, wie nennt sich das? Schweißband. Ja? Von Sascha. Ach. Der hat mir die Jacke so geschenkt. Das ist angenehm. Das ist angenehm? Das ist ja auch vor allem angenehm und kaum zu glauben. Teerflecken. Er hat mir gesagt, er hat sie einmal angehabt. Teerflecken auf der Brust. Aha. Und die nehme ich heute. Ich habe Gut, extra diese. okay. Haben wir Ich irgendwas möchte sehen, wo vergessen? sich Gewitter im Kopf mit den beiden Diese. trifft. Komm. Ich glaube, jetzt gehen sie ihn Ey, gerade ganz hier kurz, das ist abholen. halt immer so, wenn ich dann zurückkomme, geschnallt. Komm, Rauchen, zeig mal her hier. nie komplett rauskommen aus diesem Ding. Ehrenbruder? Plant. Ganz best. Wo ist es denn, Leute? Wo ist es Das denn? Geile ist, er spielt ja auch im Kinofilm bei Ah, mir. hier. So, jetzt. Dann einfach. Ja. Oder Hitler. Perfekt, also. So besser nicht. Nein. Es ist so geil, es ist so geil, Alter. Es ist so geil, wie Jens Knossalla da an der Stelle komplett überfordert ist, Alter. Schaut euch das mal an, bitte. Schaut euch das mal an, Alter, wie er da gar nicht drauf klarkommt. Du streamst aber selber, mach ich mir gar keine Sorgen. Das haben wir auch schon und dann ist absolut kein Problem. Also, auch nicht. Ist auch kein Problem. Außerdem bin ich der König. Wer macht die Regeln? Wer macht. Unangenehm, Spendi. Richtig unangenehme Aktion, dass du dich da wieder komplett da in den Hintergrund stellst und so eine Scheiße machst, Alter. Das muss ja nicht sein. Die Gesetze. Das ist natürlich nur Wasser. So ist das nämlich. Das ist natürlich auch nur Wasser. Ich finde das geil, dass du mit dem Ding so umgehst, Alter. Du bist der Erste, der das so ein bisschen gesellschaftsfähig macht. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, warum sollte man sich auch verstecken und darüber weinen? Ja, das Ding ist, ich drehe jetzt am Dienstag drehe ich jetzt auch mit den beiden. Vielleicht streamen wir sogar abends nochmal zusammen für eine kleine Zeit. Mal schauen. Gesellschaftsfähig auf jeden Fall. Verstecken ist ja auch schwierig, sage ich mal, ne? Ist ja ganz tatsächlich schwierig, das zu verstecken. Ich habe da so viel Respekt vor Jan und Tim, Alter, die das da machen. Das ist schon echt eine coole Geschichte. Mann, ich habe so einen scheiß verfickten Schluck auf, Alter. Mann, Junge. Man kann auch ruhig darüber lachen, ja? Du hast ihm mich gezeigt, oder was? Ja. Warum? Keine Ahnung. Weil er behindert ist. Ich trinke jetzt auch mal was, oder? Ja, Jens. Was trinken. Alter, Jens hat sich immer. Er trinkt, er trinkt. Habt ihr schon was? Darfst du Alkohol trinken? Ja, das passiert, aber natürlich nicht so viel. Nicht so viel. Ja. Ich trinke auch nicht viel, Leute. Ich mache auch langsam. Alter. Was passiert denn, wenn Jan trinkt, Alter?
Was passiert denn dann? Keine Ahnung. Ist dann, nimm einen Schluck Wasser in den Mund und schluck es runter, wenn du nach unten guckst, okay? Perfekt. Ich bin geheilt. Danke. Ohne Scheiß. Bruder, was muss ich wissen? Ich frag dich ganz ehrlich, Sascha. Ja? Was muss ich wissen über die Leute? Mit wem kann man gut, mit wem nicht? Mit allen. Tisch nicht zeigen. Ist das deine Mutter? Nein, meine Schwester. Alter. Hä? Ach nee, die eine ist eine gute, bekannte Freundin. Ah ja, ah ja. Daneben ist meine Schwester, die nicht zeigen. Das wusste ich ja nicht. Da bekommt er keine Schwester zeigen. Keine Schwester zeigen. Grüße geht raus an Jo Olli an der Stelle. Wie geht's dir eigentlich in der JVA? Warum nicht die Eltern eingeladen oder? Eltern waren vorher da. Du hast knapp verpasst. Wie gratulieren Eltern zu dem 2 Millionen YouTube-Abo Special? Ja, Justin. Sascha, da bin ich auch noch ein bisschen enttäuscht von dir. Klar, ich wäre nicht gekommen, so ist es nicht. Es ist in Stuttgart und ich bin in Köln, aber die Einladung hättest du trotzdem raushauen können, das ist ganz klar. Ich habe auch tatsächlich Lust, jetzt demnächst nochmal mit InScope, Sascha. Wir waren ja letztens alle zusammen unterwegs, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich würde auf jeden Fall nochmal mit den Jungs was drehen, Alter, so ist es auf jeden Fall wichtig. Aber glaube, wir sehen uns erst relativ spät im Dezember wieder, wenn ich mich nicht irre. Meine Eltern haben gesagt, Glückwunsch, Sohn, aber jetzt wird es Zeit für ein Studium. Ohne Scheiß. Und du gehst dem auch nach, was Mama sagt, ich, ja? Ich studiere jetzt, ja. Ohne Witz. Was willst du studieren? Medienwissenschaft. Müssen sich die Leute dann Sorgen machen, dass Sascha keine Videos mehr bringt? Nein, ich mache ganz normal 2 Videos die Woche weiter. Also, schau mal, Luca ist da, ne? Luca ist da hinten mit der Cam. Warte, das ist der, warte, ich zeig drauf. Ich sehe ihn ja. Warte, yeah, das ist Luca, der, ja. Man kennt ihn, ja. Der macht relativ viel. Und der zweite. Ey, Saschas Wohnung, Alter, ist insane. Ich find sie richtig krass. Ist halt nur krank warm im Sommer, würde ich mir nicht geben. On Point, den kennt man so vom Namen her. Ja, On Point, natürlich. Begriff, auch schon wieder über mich gebracht. Ohne Scheiß, aber ich find's schon schade, ohne Witz, wenn du keine... Pietro, was machen wir ohne Sascha? Er wird aufhören, glaub's mir. Er wird auf einmal sagen, studieren, mehr Interesse. Verstehst du, was ich meine, Pietro? Es wird genauso sein. Ich fände es so krass, man Knossi hat solche Eier auf so einer Party zu streamen, Alter. Ich habe schon so oft überlegt, auf einer Party zu streamen. Und wenn ich ehrlich bin, Leute, auf so einer scheiß Party, Mann, da kann ja so viel Kacke passieren. Da kann ja so viel Scheiße passieren, Alter. What the fuck? Ich fände es so insane, wenn, da kann ja jeder reinkommen und irgendeine Scheiße in deinen Stream rein. Blöcken und du wirst einfach gesperrt dafür. What the fuck, Alter? Gar kein Bock. Er hat recht. Mit Penis hat er vollkommen recht. Bin ich bei ihm. Genauso. Und nicht anders heute Abend. Was? Ich bin nicht in die Stimmung, sag ganz ehrlich. Seitdem er hier ist, ist es scheiße. Auch das kann ich verstehen. Ich kann es verstehen. Knossi, ich kann es verstehen. Ich find's so geil, wie er nicht damit klarkommt. Warum gehst du? Komm mit mir. Jens, Alter. Gruseliger Typ, wirklich. Der König. Richtig. Ich find Jens' Reaktion, Alter, ich schwöre dir, Jens Kusala. Der gehört eigentlich nicht auf Twitch, der gehört eigentlich auf eine einsame Insel, Digga. Mit einer Kamera, mit ein bisschen Werkzeug und ein paar Seilen, Alter. Und dann schauen wir mal, was der innerhalb von einem Jahr da macht, Alter. Ich schwöre, Knossi auf Love Island oder sowas, da sehe ich ihn auf jeden Fall. Jens. Hast du gesehen? Hast du gesehen, wie ich das mache? Hast du das gesehen? Digga, was machst du hier drin? Ich wollte mal kurz eine Ruhephase. Mach die Tür hinter dir zu, Alter. Du brauchst auch mal ein bisschen Ruhe. Reg dich doch mal ab. Steife Stimmung da drin, ich sag's dir ehrlich. Es ist sehr angenehm, Jens, wenn du bei jedem ins Schlafzimmer reinläufst. Genau das wollen Leute auf ihrer Hausparty sehen. Und da sind wirklich nur geleckte Reiche. Ja. Aber viele. Ey. Guck mal, wie schön, Alter. Hast du sogar die Bügel, dass die den gleichen Abstand haben? Jens. Hast du so einen Tick? Nein, hab ich nicht. Schön. Leute, warum filme ich das? Ich sag dir ganz ehrlich, Sascha, warum ich das filme. Weil die Leute, weil wir zwei Menschen sind, wo die Leute es feiern, auf Schritt und Tritt dabei sein zu dürfen. Eins in Chat. Ja. Dass sie an unserem Leben teilhaben, weil sie es gerne wissen wollen. Weil sie wissen wollen, wie so Menschen wie wir leben, hausen. Und guck mal, weißt du, dass dich dass die Szene jetzt wieder viel sympathischer macht, dass du einen Tick hast. Du bist einer, der die Treppen zählt beim Hochgehen. Nein. Du bist einer, der die Kacheln zählt.
Es ist einfach nur unangenehm gerade. Dennis, für dich vielleicht. Es ist einfach unangenehm. Das Ding ist halt, das Schlafzimmer ist der letzte Raum hier in der Wohnung, welches mir so komplett egal ist, weil... Wie er immer. Du musst keinem Rechenschaft ablegen, dass kein Schrank drin ist. Scheißegal, es ist gut gemacht. Ich finde das geil. Das ist modern, das ist 2025, ohne dass die Leute es jetzt da schon... Da hinten ist doch die 2025, da ist die Hölle los, Mann. Wenn das, mach es weg, Jens. Alter, ich will Jens Knossalla niemals bei mir zu Hause einladen, Alter. Niemals. Es sei denn, ich feiere dieses Jahr nochmal Silvester mit Pedro Lombardi und Jens bei mir zu Hause. Das wäre natürlich... Bring's doch dahin, was soll ich den Leuten zeigen? Ja, aber jetzt... Ja, passt doch jetzt. Das ist nicht schlimm, ohne Scheiß, sagt ehrlich, es ist nicht schlimm. Aber auch realistisch gesehen, schau mal, das Schlafzimmer für mich ist ein Ort, hier schlafe ich und es war's. Richtig. Mhm. Mehr brauchen wir doch nicht. Mal, vielleicht kannst du von deiner Frau, von meiner Freundin kriege ich halt Ärger, dass hier scheiße aussieht. Ja, ist tatsächlich so. Es war auch früher schon in Saschas Wohnung so. Also ich habe eine, die aufrufen sind. Wer ist Jens Kusala? Jens Kusala ist wahrscheinlich Sascha Hellinger, oder? Es ist Knossi, meine Freunde. Richtig ist, ne? Ja, meine wohnt halt nicht in Deutschland. Meine läuft mir hinterher ans Waschbecken und wischt das Waschbecken aus, nachdem ich fertig bin. Und das ist eklig. Und da bin ich echt sehr dankbar. Zeig Respekt, indem du mich küsst. Okay, mach Stream aus. Es reicht. Und raus aus dem Zimmer. Raus. Unangenehm. Wirklich sehr, sehr unangenehmer Livestream. Immer diese Momente. Schau mal, das ist so dumm. Die Zuschauer erwarten jetzt, dass... Ey, Jens, raus. Raus jetzt sofort. Ein Kuss. Jens. Ein einziger Kuss. Jens, jetzt raus! Tschüss, Leute. Tschüss, macht's gut. Perfekt. Wollte ich mir einfach angeschaut haben. Ihr wart dabei, meine